Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Viktor Fran. Und dann erkunden wir mal die königlichen Gärten. Da bin ich wieder. Ja, hast du mich vermisst? Schön gesagt. Ich weiß, dass du mich vermisst hast. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir sind einander noch gar nicht richtig vorgestellt worden. Du kannst mich Stimme nennen. Ich habe derzeit keinen Körper, also ist das recht angemessen. Aber wie sollte ich dich nennen? Johann? Nein, du siehst nicht wie ein Johann aus. Viktor? Nein, das ist einfach dämlich. Gennadi? Das passt auch nicht zu dir. Ah, ich hab's! Ich werde dich Vicky nennen! Ja, das passt perfekt! Ego, noch so ein scheiß Nest. Ja, bist du weit scheinbar alle Eier platt gemacht? Ich nehme an, dass das hier unten der Fortschrittsbalken sein soll bei den Erfahrungspunkten. Yeah.
Ich würde sagen, Level up. Seltsam. So, aber jetzt haben wir mal kurz Pause. L. Gut, Stufe 2, Schicksalskarten. Labarababa. Was? Mhm. Ja. Das ist jetzt alles, was beim Level Up passiert, oder was? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann als Rollenspiel definieren würde. Das ist dann für mich eigentlich eher ein Top-Down-Shooter. Nee, also ernsthaft, das seid denn eher wirklich ein Action-Spiel. Weil per Definition, ja, die Ursprungsgeschichte sind Adventures, Text-Adventures. Adventures entwickeln sich weiter, gibt neue Subgenres. Große Spaltung bei Adventures und der Schwestergenre Rollenspiel findet statt, als Adventures so komplex werden, dass man den Charakter, den man spielt, auch ausgestalten kann, was man im Adventure eben nicht kann. Rollenspiel geboren. Spiel, das sich als Rollenspiel bezeichnet, aber keine Charakterentwicklung hat, ist per Definition kein Rollenspiel. Hm? So einfach ist die Welt. So, wähle deine Belohnung aus. Ich habe eine neue Fähigkeit, okay. Aha, da haben wir also doch eine Charakterentwicklung, oder was? Oder ist das jetzt einfach bloß eine Karte, die ich reinwählen kann? Dann wähle ich natürlich mehr Lebensenergie. Aha. Also er macht ein Level up, aber ich kann nichts selbst gestalten, weil das das Spiel für mich macht, oder was? Ja. Finde ich persönlich schade. Das ist eben etwas, was ich mir, warum ich zum Beispiel Path of Exile weiterhin als das beste mögliche Action-Rollenspiel bezeichne. Weil ich hier eine richtige große, komplexe Charakterentwicklung habe. Hm. Hm. Also, bis dato muss ich sagen. Nee, machen wir jetzt nicht. Wir gucken uns das weiter gechillt an und dann mein erstes Zwischenfazit mache ich am Ende von dem Video. Ich nehme nicht an, dass wir uns hier schon noch häufiger wiedersehen werden.
Schau nur, Vicky. Ein Labyrinth. Das sieht spaßig aus. Lass uns da reingehen. Ich glaube, der gute Victor hatte recht, wie er gesagt hat, die mit der Stimme sind die schlimmsten. Und jetzt kannst du deinen Weg wieder rausfinden? Also bis jetzt finde ich aber in den Gärten nichts dämonisch. Ja gut, hier vielleicht die komischen Essenzen. Aber jetzt Spinnen, ja gut, sind ein bisschen gruselig, weil ziemlich groß, aber mich jetzt nicht unbedingt. Als großartig dämonische Präsenz bezeichnen. Er sieht die Herz allerliebst aus. Okay, das checken wir doch gleich mal aus. Zack. 20 bis 38. Ja, ja. Trotzdem finde ich die Knarre nicht schlecht. Da muss ich nicht so dicht dran. Also das wird auch automatisch, das ist dann scheinbar ein bisschen wie bei Diablo 3 und sowas, dass man das quasi automatisch gelevelt bekommt. Also ich mache das nicht selbst, sondern das Spiel macht das für mich, quasi die Charakter-Ding so. Wow. Nett. Ja, aber ich nehme trotzdem das da. Toll! Da kriege ich zwei Karten und eine Kiste. Ich nehme die Kiste und kriege trotzdem eine Karte. Oh, ist das super. 20% Nahkampf. Ich das gar nicht. Ich weiß noch, wie ich Harry Potter mal geguckt habe, hier Feuerkelch. Da fand ich das Labyrinth irre enttäuschend im Film.
Was ein Geballe. Ich frage mich echt, wie ich an die Kiste da rankomme. Vicky, das hier ist ein so spaßiger Ort, voll von uralten Dingen, schrecklichen Dingen. Dingen, die mit einem Kavumm in die Luft fliegen. Zu schade, dass du nicht hinein kannst. Vielleicht, wenn du etwas größer wärst. Wobei das ganz nett gemacht ist mit den Punkten, also wenn das jetzt theoretisch wirklich labyrinthartig gewesen wäre, hätte ich mich da anhand dieser Punkte auf dem Minimap relativ gut wieder raushangeln können. Das gilt nicht. Kein Springen. Wie wär's mal mit einer Gatling? Ja, nett, gell? Lebensaura.
so, ach, das ist der Meteor, den ich mit drin habe. Stattdessen könnte ich eine heilende Aura haben. Hm. Finde ich noch besser. Na, wo ist euer Nest? Aber der Garten ist schön animiert. Wobei, die Königin muss das alles hinterher wieder reparieren, wenn ich fertig bin. Sollte vielleicht aufhören, die Dekoration zu zerballern. Oder schießt alle Deko weg, dann fällt es jetzt auf. Oh. Okay. Junges und Zartes vorausspüren. Ich werde mich mal vorstellen gehen. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich komme wieder. Oh, wer ist das denn? Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Nett. Victor Vran. Bin gerade erst eingetroffen. Habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Kennst du einen Jäger namens Adrian? Ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypten durchsuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Danke. Wie war noch dein Name? Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich, Victor. Ein Reim darauf machen, was hier geschehen ist. Sie hat einen anderen Grund, so lange hier zu bleiben, da bin ich mir sicher. Geld. Mehr Geld. Geld. Wenn Irene recht hat, sind die Aussichten mehr als finster. Zagoravia ist verloren. Vielleicht macht sich auch Hoffnung auf die Königin. Also, Königin heiraten, Königreich einsacken, aber ein dämonenverseuchtes Königreich? Naja. Ey! Bleib liegen! Na, aber hübsch, wie die Skelette wegfliegen. Ist das jetzt den hier Running Gag oder was? Das ist cool. Gierige Schrotflinte. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? An Dungeon Siege 3. Was? 16 bis 32? Was? Warum soll ich die nehmen wollen? Achso, die ist ein bisschen besser von hier Dings. Ja, aber letztlich kommt es trotzdem auf den Damage an.
Kinder, ihr seid auf den Keks gegangen, sorry. Na, wer von euch ist denn Agnes? Ach, der da. Warum bin ich nicht allein drauf gekommen? Ein gefallener Jäger. Ein Schwert weniger auf unserer Seite. Ein weiteres Leben an die Leere verloren. Ruhe in Frieden, Bruder. Na, wo ist sie denn? Ich dachte, ich hätte eine Gedingsbums ausgewählt. Grabstätte der Verdammten. Jawohl, geh mal rein. Ja, Bubbles. Weißt du, ich war ein Jäger wie du, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Zieh dich nur auf, Vicky. Ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Ich mag diese Geschichte mit dem Overkill und dann Schockwelle. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich spüre es in der Nähe. Eine Schatzkiste voll mit feiner, feiner Beute. Komm schon, such. Ich weiß, dass du es willst. Hm.
Ach, da. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Eine Sense. Oh, so hübsch. Ich bin doch kein Agrarökonom. Ich brauche doch keine Sense. Ich hätte vielleicht eine Gatling gebrauchen können. Handgranaten. Richtiges Maschinengewehr. Aber ich denke, ich werde gleich einen Cut setzen. Oh, wer ist der leuchtende blaue Kerl? Der Tag ist vorüber und Schatten reiten die Schwingen der Nacht. Eine einzelne Feder sinkt nieder von des wachenden Adlers Pracht. Warte, geh nicht! Hab ich etwas Falsches gesagt? Hm. Hat mir jetzt mehr versprochen von dem komischen Kellerloch da ohne. Aber das war wohl als Passage notwendig, oder? Hm. Oh, ich hatte eins übersehen. Okay, wie auch immer. Also, ich will jetzt aber trotzdem einen Cut setzen und wir sehen uns hier bei Gelegenheit wieder. Spiel an sich gefällt mir ganz gut. Und möchte natürlich sehen, wie diese grandiose Story weitergeht. Aber um ganz ehrlich zu sein, der Hauptgrund für mich, es weiterzuspielen, ist tatsächlich die Synchronisation. Die finde ich nämlich der absolute Pluspunkt in dem Spiel. Also, storytechnisch sei es mal dahingestellt. Grafisch ordentlich. Sauberes Handwerk. Spielweise klassisches Action-RPG. Soweit alles sauber. Was mir nicht gefällt, keine Charakterentwicklung. Also keine eigenständige, sondern so ein automatisierter Scheiß. Weiß nicht, wer das braucht oder wer das will. Vielleicht Casual-Gamer, die sonst ihre Zeit mit Konsolen und Handyspielen verschwenden. Weiß nicht, will ich auf der Leute nicht rumhacke. Ja, haben auch ihr Lebenszweck. Quatsch. Also ja, klar, Lebenszweck. Nein, ich meine, für uns Gamer ist das natürlich eine Gamer-Gruppe, die insoweit auch ihre Vorteile hat, weil sie im Prinzip Gaming natürlich aus der Nische rausgeholt hat, so ein Big Business gemacht hat, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren. Aber egal. Das ist für mich echt der Hauptnegativpunkt. Alles andere ist mir jetzt nicht so, wäre mir jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das müsste ich jetzt ansprechen. Positiv, ganz klar, Synchro. Toll. Richtig toll eingesprochen. Die Nicolas Cage haben wir erkannt. Den Sprecher von der Stimme aus dem Off. Ich habe so den Verdacht, das ist der Synchronsprecher, der Sean Bean spricht.
Bin mir aber da nicht ganz sicher, weil er hier schon sehr albern rüberkommt. Also diese Rolle ja ist ein recht alberner Text. Und klassische Sean Bean Texte gehen ja immer so, keine Ahnung, der Winter kommt, tot. Also Sean Bean stirbt relativ schnell. Oder Frodo, lass mich den Ring nur mal kurz nach Gondor bringen, tot. Ja. Also kann vielleicht auch an der Rolle liegen. Aber das ist für mich ein Riesenplus. Das finde ich richtig, richtig gut eingesprochen. Und das ist für mich ganz tolle Atmosphäre. Das macht richtig Spaß hier, weil man das nicht irgendwie... Also es gibt ja so Spiele, die geben sich Mühe in allen Bereichen und dann klatschen sie ein total beschissenes Synchro hin. Oder auch, muss ja immer eine schlechte Synchronisation sein. Es kann auch einfach generell schlecht vertont sein. Ja? Auch die englische, also die englische Originalvariante kann einfach schlecht vertont sein, sodass man einfach davor klingt, die ganze Zeit nur so, meine Güte, ich mach das gerade die Stimmung kaputt. Aber hier, absoluter Pluspunkt. Großartig, gefällt mir. Also, das ist auf jeden Fall mal Viktor Fran. Das ist jetzt schon mal im Faktor Games Archiv. Ich denke, wir sehen uns hier wieder. Ich bin jetzt ans Ende gesprungen, ans V, weil ich das jetzt einfach relativ aktuell frisch gekriegt habe und neugierig war. Eigentlich wollte ich ja bei Steam ganz oben anfangen, bei A und mich da unten durcharbeiten. Jetzt bin ich kurzzeitig bei V. Na gut, ich hoffe, man verzieht es mir. Also dann, ich sehe euch hier wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.